Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge Batman Arkham City. Und wir wollten weiter nach dem Zielraum suchen, von wo der Scharfschütze geschossen hat. Wir werden zunächst aber erstmal mit dem Doktor reden. Wieso ist diese Frau hier? Wieso hat sie all das getan? Wieso will sie uns töten? Quinn interessiert sich nur für Jokers Wohlergehen. Sie ist gefährlich. Aha. Danke, Batman. Schon komisch. Ich hatte erwartet, dass uns die Leute hier dankbar sein würden. Ich habe mich wohl geirrt. Irren ist menschlich und deswegen... Wo müssen wir hin? Schau mal einer an. Hier geht's lang. Hier in den Fußböden können wir uns auch verstecken, wie es aussieht. Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Aus dem Glockenturm. Wo geht's denn zum Glockenturm? Ich glaube... Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ja. Ist doch gut. Ich muss erstmal wissen, wo der Glockenturm ist, damit ich da hochkommen kann. Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Gott sei Dank bist du hier, Batman. Dachte, nach der Sache in der Anstalt hätten sie sich einen Schreibtischjob geben lassen. Ich habe gesehen, was der Bürgermeister dort getan hat. Ich kann nicht einfach zusehen, wie er das nochmal macht. Das, was geschehen ist, war nicht Ihre Schuld, Cash. Was macht Harley Quinn hier? Diese verrückte Alte ist vor ein paar Stunden mit den anderen Idioten hergekommen. Sie haben was den Turm hochgeschleppt und dann die Treppe gesprengt. Danke, ich sehe mir das an. Warte. Sorry, ich habe was vergessen, Batman. Die haben sich eine von den Ärztinnen geschnappt. Quinn sagte, dass sie sie bräuchte, um den Joker zu heilen. Wenn sie lebt, finde ich sie. Sie übernehmen die Sicherung der Kirche. Dann dürften alle geschützt sein. Geht klar, hoffentlich findest du sie. Die Ärztin heißt Stacy Baker. Sie ist eine von den Guten. Ach, sieh mal eine an. Hier geht's zum Glockenturm. Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Denkst du, wo wir hingehen? Ach, hier ist eine Leiter. Oh. Das sieht nicht gesund für uns aus. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. So, scannen wir nochmal Jokers Scharfschützengewehr. Und das war noch mal knapp, das hätten wir gerade so geschafft. Alfred, ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. So, und wir haben einen Stufenanstieg. Jetzt weiß ich nicht, wo wir das raus sollen wiederholen, verlassen. Nein, das wollen wir alles nicht. Wir gehen wieder zurück zum Spiel. Ah, okay, hier ist es.
So, da hätten wir das ein bisschen mal verbessert. Wir werden hier sicherlich noch auf mehrere Sachen stoßen, wo mehr auf uns geschossen wird, und da sind kugelsichere Panzerungen einfach notwendig. So, und wir sollen jetzt... Sind Sie? Sie hätten schon vor Stunden zurück sein sollen. Ich weiß nicht. Sie kennen die Regeln. Ich sag es euch immer wieder, seid hier, bevor es dunkel wird. Vielleicht haben die Leute von Two-Face Sie. Verdammt, wieso können die nicht hören? Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Wir bleiben hier und diese Tiere lassen uns in Ruhe. Das sagst du dem Falschen. Ich weiß. So, wir rennen schon wieder in die falsche Richtung. Wegen Essen vermutlich. Sie hätten warten sollen. Sie hatten Hunger. Verdammt, wir haben alle Hunger. Hab seit Tagen nichts gegessen. Da ist nochmal der explodierte Turm. Wir sind hier sicherer als draußen. Ich besorge uns was zu essen. Wie? Jedes Mal, wenn Strange Essen abwirft, holen diese Bastarde es sich. Wir haben keine Chance. Mir fällt schon was ein. Vertrau mir. Mist, was ist passiert? Keine Ahnung. Ein Gasleck? In einem Kirchendach? Ein Gasleck? Unsinn. Das hat garantiert irgendwas mit Harley zu tun. Ich hab dir doch gesagt, dass sie was vorhat. Wieso sollte Joker wollen, dass ein Kirchendach gesprengt wird? Das ist nicht mal lustig. Ich hab gehört, dass Joker die seltsamsten Dinge lustig findet. Vielleicht gehörte das dazu. Ach was, ich hab gehört, dass Batman da drin war. Vielleicht hat Joker eine Bombe gezündet oder eine Rakete da reingejagt. Batman. Was macht Batman hier? So, jetzt scheinen wir ein bisschen auf der richtigen Fährte zu sein. Da gehe ich nicht rauf. Elektrische Zäune sind nicht so mein Ambiente. Amüsiermeile, okay. Sieh dir an, fressen den Mist wie Schweine. Die Leute von Clown haben keine Klasse. Nie im Leben würde der Boss die in die Eisberg Lounge lassen. Also ich weiß nicht. Im Leben, Mann, der verfüttert sie eher an sein Haustier. An wen? Tiny? Ja. Möglich. Ich hätte eher gedacht, dass er sie in die Lounge lassen würde, damit sein Monster was zum Spielen hat. Welches Monster? Wie, welches Monster? Das Monster und... Willkommen in der Nacht! Ihr werdet nun mit zögerlichen Schritten einer besseren Welt entgehen. Eine Welt voller Spaß und Heil und so einer einzigen Person, der ihr gehorcht müsst. Meiner Wenigkeit. Wir suchen dich, Joker, und wir finden dich. Wir sollen jede arme Sau abknallen, die hier in diese Richtung kommt. Okay. Moment mal. Es hieß doch, dass Joker jeden nimmt, oder? Tut er auch. Aber heute knallen wir sie ab. Gestern haben wir sie in das Hinterzimmer geführt und ihre Haut verbrannt. Echt? Ja, aber manchmal nimmt Joker auch jeden in die Gang auf. So bleibt es spannend. Spannend? Klingt eher lebensgefährlich. Du hattest Glück und warst am richtigen Tag da. Ja, glaube ich auch. Huh, das war knapp. Mann, ist das hier kalt. Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Du weißt schon, als du klein warst. Ach, jedes Jahr wird es etwas kälter. Ich glaube, daran ist Freeze schuld. Hörte, er mag es kalt. Wette, der kühlt den ganzen Planeten runter. Mir hat's schon gereicht, die paar Blocks zu fahren. Ja, der hat bestimmt auch seine Alte eingefroren. Ich meine, findest du, dass sie gut aussieht? Hör zu, ihr Vollidioten, und hör gut zu. Wie ihr wisst, ist Mr. Lane. Ist nicht mehr er selbst. Das Letzte, was er gebrauchen kann, ist ein selbsternannter Superheld, der sein Genesungspotenzial zerstört. Da kommt dann ihr Spinner ins Spiel. Ihr müsst das Stahlwerk bewachen. Wir schützen es mit eurem Leben. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann...
Zum Henker sollen wir da reinkommen. Dann nehmen wir ihn doch einfach mal. Den Hauptschornstein. Das ist sehr lebensmüde. Allerdings wahrscheinlich der beste Weg. So, dadurch. Hier rüber. Darüber. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Wir müssen die Kohle herunterkühlen. Und zwar müssen wir die Bettklaw auswählen. Wie wähle ich denn die jetzt aus? Okay. Und Feuer. Wir ziehen das Ganze jetzt noch auf, kühlen die Kohle ab. Und springen hier runter. Und hoch. Uiuiui. Und nicht so wild. Dann schauen wir mal, was hier. Aha. Explosivgel. Und hinunter. Wow. Und na. Okay, der Dampf ist aus. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus. Meinst du? Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich glaube, das können wir noch besser. Komm ran, Mr. Elmer. Schnell was unternehmen. Du kommst mit uns mit. Raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort. Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her. Jetzt hier lang. Von wem hat Harley gesprochen? Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklärt. Ja, sie klang sauer. Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich schwer krank. Ja, sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. So, ja, dann wollen wir mal loslegen. Die Fledermaus ist hier! Na, wer ist denn dann nicht von Mr. J's wunderschönen Falle in Stücke gesprengt worden? Lasst ihn nicht schon wieder entkommen, Jungs! Du hast überhaupt... Ach.
wirst hier sterben. Ja, glaub mal daran. Das wird wehtun, du Missgeburt. Immer diese vulgären Ausdrücke, aber es gehört zu diesem Spiel einfach dazu. Jetzt in Ruhe. Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Egal, du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Für Verbrennen ist jetzt keine Zeit. Wir müssen den Alfred, Joker ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Da müssen wir also hin. Das ist unsere aktuelle Position. Wo müssen wir denn hin? Ich gehe einfach mal hier lang. Wir halten und Trophäe scannen. So, LT. Entschuldigung. LB. So. So. Sieht natürlich auch sehr schön aus in diesem Detektivmodus. Dafür ist jetzt aber keine Zeit. Wir müssen die Doktorin retten. Mir hat niemand gesagt, dass Batman herkommt. Und? Ich meine ja nur, ich dachte, der einzige Vorteil davon, eingesperrt zu sein, sei, dass Batman da draußen ist. Du weißt schon, in Gotham. Hast du Angst vor der bösen Fledermaus? Ich hoffe, die hier musst du ein bisschen lang, also. Er hat mir in der Anstalt vor 6 Monaten 3 Rippen und den Arm gebrochen. Dann sorg dafür, dass er dir nicht zu nahe kommt. Leichter gesagt als getan, Mann. Du hast ihn noch nie in Aktion gesehen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Harley will, dass er stirbt. Und ich will Harley. Bist du verrückt? Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Freund ist? So wie ich das sehe, wird bald schon die ganze Welt vergessen haben, wer ihr Freund ist. Dann fahre ich auf der Harley. Oder du kriegst eine Kugel ab. Im Ernst, Mann, werd nicht übermütig. Batman ist gefährlich. Und Harley erst recht. Nummer 1 hätten wir. Die schalten wir mal im Doppelpack aus. Und dann sage ich mal, bis das nächste Mal in der nächsten Folge Batman Arkham City auf der Suche nach der Doktorin in der Schmelzkammer soll sie ja wohl hingerichtet werden. Bis dann, tschüss.